Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3. Wir haben den Reaktor überlastet und müssen jetzt hier... Überlasten einfach mal so nebenbei Reaktoren. Genau. Und jetzt müssen wir hier einen Knopf drücken, damit wir schnell irgendwo lang fliegen. Wow! Weil wir giftige, schädliche... Oh Gott, hier müssen wir vorsichtig... Wow, wow! Alter! Das war ja hart. Abgefahren, völlig abgefahren, ja. Ja, wir haben den Reaktor überlastet und schädliche radioaktive Strahlung kommt heraus und alles explodiert und ja. Da hinten kommen noch Minen, hast du gesehen, ne? Da sind noch ein paar Minen, ja, aus so den alten Sovereign Colonies Armed Forces. Die Giftgase sind vermutlich, hoffentlich nicht Instant Death. Das ist eine schwere Frage. Ich möchte es gar nicht rausfinden. Unten, von dem Teil, jetzt nach unten. Jetzt nach links. Ich hoffe es? So. Ja, das ist so eine geile Action. Das habe ich schon häufiger gesehen. Das ist aber cool. Bam! Und jetzt kommt gleich direkt irgendein Monster. Wir sind die Monster. Wir sind die Monster, genau. Make us. Komm her, du Fahrstuhl. Wo lang denn? Da lang. Ich weiß auch nicht, ob es ein Problem ist, wenn wir jetzt nicht hetzen. Also ich fühle mich gerade leicht gehetzt. Du dich nicht, wie es scheint. Ich war da hinten, was? Ach so. Stimmt, hier sind wir ja. Bereit? Ja, ja, auf, auf, auf. Du stellst Fragen. Ja. Let's go! We may just blow up. We may just get saved by aliens again. Just get the damn. Bam! Das ist geil. We may just get saved by damn aliens again. Boom! Dude. Carver. Psst, hey, Carver. We're almost there. Oh, we made it? Yeah. Please. Deshocking to Earth space in 3, 2, 1. Oh Gott. Da ist ein Mond. Ist das unser Mond? Ja, jeder Planet. Die Erde hat auch immer schon einen normalen Mond. Ach, echt? CMS Terra Nova requesting clearance over. Are you sure you got the right channel? This is over 200 years old. Yeah, no, I changed it over, right? Trust me, it's right. EarthGov Command, this is Sergeant John Carver. Do you read me? Is anyone there? Das sieht eher so aus, hätten sie keinen Empfang. Ja. United Mining Traffic Flow, do you copy? Lunar Flight Control, this is CMS Terra Nova. Does anyone read us out here? Oh Gott. Ach du Scheiße. Wop, wop. Nö. Was? Da kommt mit Sicherheit noch ein DLC. Okay, ja, das war's. Das war's. Das darf eigentlich voll gar nicht sein, finde ich. Nein, also. Okay, der DLC an sich war extrem kurz. Zu kurz. Extrem kurz, aber extrem geil. Ja. Ich weiß nicht, da setze ich mal an die Stelle des Abers ein und, extrem kurz und extrem geil. Ja, das stimmt. Ist schade. Ja. Ich könnte jetzt noch 10, also ich weiß nicht, keine Ahnung, aber
schnell sind wir jetzt durchgewascht? Das waren vielleicht, weiß ich nicht, aber nicht 10 Euro. Das muss man nicht mal sagen, das sind 10 Euro. Wir haben 6 oder 7 Folgen, glaube ich. Das sind 2 Stunden. Ja, und also sie haben so viel jetzt wieder, also da, ich bin schon komplett durch gerade. Ja, ich auch. Der DLC richtig cool eigentlich gemacht, weil sie super viele Sachen eingebaut haben, die im Originalspiel gefehlt haben oder wo man gesagt hat, das sind Ansätze, aber das war nicht komplett durchgebaut. Wie zum Beispiel, ganz ehrlich, hätte man das für 3 Euro rausgehauen, würden Mr. Kartoffel und ich jetzt hier sitzen und nicken und sagen, ja, geil. Auf jeden Fall, aber für 10 Euro... Nee, sorry. Tja, ja, schade. Liebe Community, ich bin mir sicher, wir sehen uns im nächsten DLC. Das sieht noch lange nicht nach dem Ende aus. Nein, also ich muss sagen, sieht nach einem vierten Teil aus. Ja, ich möchte nochmal auf Folge Nummer 00 verweisen. An der Stelle, wo wir darüber reden, dass man früher Add-ons besser gemacht hat. Ja. Ja. Ne? Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, Leute. Schreibt uns doch mal, wie ihr das seht. Findet ihr, dass 10 Euro für dieses DLC gerechtfertigt sind? Denn inhaltlich von der Umsetzung ist es ja meiner Meinung nach wirklich gerechtfertigt. Nur die Länge stört halt. Ja, die Umsetzung ist super geil. Finde ich sogar besser inszeniert wie Teil 3 komplett, aber... Auf jeden Fall viel mehr Horror-Elemente. Diese ganze Markersicht, die halt wirklich fehlt im dritten Teil, im Originalspiel. Ja. Klar, Recycling des Gebiets, aber ansonsten total geil, aber... Finde ich nicht schlecht, weil du halt wirklich wieder Gebiete, die du schon kennst, wieder durchläufst, weil du ja zurück willst. Finde ich super. Finde ich auch gut. Und auch dieses, dass man teilweise gegeneinander arbeitet, das fand ich auch richtig gut gemacht. Ich habe mich sogar gefragt, ob es vielleicht 2 Enden gibt, aber... Ja, ja. Ne, es gibt anscheinend nur ein Ende und das geht mit Sicherheit noch weiter. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe es, ich hoffe es. Das wird interessant, ich hoffe es auch. Naja. Tja. Bis dann, liebe Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten DLC. Genau. Ciao, ciao. Ciao. Oh Mann. Ich lass weiterlaufen. Okay, ich lass auch mal weiterlaufen. Aber das ist schon echt frech. Na? Ah, Gott, oh Gott. Also, das ist schon... Also, ich bin mal gespannt, vielleicht kommt jetzt. Wir haben viele Teile, jeder von uns hat vielleicht 3 oder 4 Mal was gesagt als Intro. Ich lasse übrigens die Aufnahme auch noch laufen. Okay, ich hab es natürlich schon abgebrochen, wie man vielleicht ausgehört hat. Ja, macht nichts. Dann habt ihr jetzt, meine Zuschauer, gerade kurz diese... diese super geilen EA Shanghai Senior. Es gehört für meine Meinung nach dazu. Ich gehöre auch zu denjenigen, die im Kino immer bis zum Schluss da sitzen, weil es... Kommt vielleicht noch was. Ja, das auch. Außerdem ist es auch ein gewisser Respekt denjenigen gegenüber, die dieses Spiel gemacht haben. Finde ich. Ja, die haben nichts davon, aber... Yang Gong und Cheng Guo. Mindwalk Studios Präsident Michael Gangnan oder CEO Ashley Liu. Ja, cool. Vielleicht kommt noch was. Das kann natürlich sein. War ja bisher immer, im ersten, im zweiten und im dritten Teil, war ja am Ende immer noch wenigstens eine ganz kleine kurze Sequenz, die Ausblick auf einen vierten Teil gegeben, also auf den nächsten Teil gegeben hat. Du hast recht. Und deswegen, wer weiß, für das jetzt hier noch kommt. Du hast recht. Ich weiß. Cast. Isaac Clarke, Gunnar Wright. John Carver. Das kann ich vielleicht auch nochmal so sagen. Und zwar, die Synchro. Ich bin super happy, dass wir die englische Version spielen. Oder gespielt haben. Ich habe jetzt vor 1-2 Tagen mir mal die deutsche angeschaut. Im Let's Play von dem anders. Yeah. Und ich finde die Synchro ist so mies. Tut mir ja leid, aber die Stimmen passen einfach. Also klar, ich bin jetzt auch ein bisschen versaut durch unsere Synchro. Mhm. Aber hier hast du halt wirklich Isaac und Carvers Stimme unterscheiden sich auch. Carver ist halt so ein bisschen, ist halt rau und männlich und tief. Und Isaac ist ja ein bisschen höher und ein bisschen klarer, die Stimme. Mhm. Und das zeigt auch diesen Unterschied zwischen dem rauen Soldaten und dem Ingenieur. Und im Deutschen sind die beide ungefähr gleich rau. Ah, okay. Ja, ist halt schade. Ich muss halt sagen, Isaac Clarke ist halt so ein, immer so ein bisschen, er wirkt auch immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so, er hat auch so einen seifigen, wischigen, Duktus irgendwie. Ja. So, immer so ein bisschen so, alles offensichtlich, Ja, wenn man Markerboy ist und dann, völlig einen an der Laterne hat, dann ist das für einen ganz offensichtlich. Ja, das stimmt, ne? Auf jeden Fall. Hier ist Nancy Fong. Rich Whitlin, Anthony Di Fazio. Ah, jetzt wird's aber Italiano. Ja. Ken Zia. Blair.
Da Blair. Ist ja Blair, cool. Blair. NG Weiss. House of Moves. House of Moves. Cool. Das ist so ein bisschen, ja, ne, wie Game of Thrones. Da gibt es auch die ganzen Häuser. Ja. Ne, und hier ist halt das House of Moves. Das ist eins davon. Ich habe neulich mal irgendein sowas wie ein Game of Thrones Wiki gesehen, beziehungsweise ein Fire and Ice Wiki. Okay. Und da müssen 200 Häuser drin gewesen sein oder 200 Familienclans, aber wie man es auch mal das nennen will. Das war so viel, dass häufig auch mit irgendwelchen Bildern von den Clanhäusern wirklich und so deren Logos, deren Wahlspruch. Ja. Die haben ja alle immer sowas wie hier, sowas wie, keine Ahnung was, ne, der Winter ist nah oder der Winter kommt oder so, ne, ja. Und die haben ja alle immer so ein Identifikationsspruch, ja. Genau. Ne, Mantra. Alexander Hettergott. Ja, so ein Mantra, genau, so ein Logos, ja. Ich weiß gar nicht, wie man das so ein Wahlspruch halt, ne. Hier ist gerade draußen Party. Ja? Ja. Ich habe mich vorhin so erschreckt, wirklich, ich glaube, das ist die vorletzte Folge oder so. Da habe ich mich so erschrocken, dass ich wirklich gedacht habe, gleich klingelt es an der Tür. Na, krass. Ja. Ja, richtig krass. Vor allen Dingen, weil ja wirklich auch nochmal einen Charakter jedenfalls zurückgekommen ist, Norton, ganz am Anfang. Und das war ja auch wirklich Norton. Wenn man sich, ja, das ist ja schön, wir haben die Folgen, wir können sie uns nochmal anschauen. Der Necromorph hatte Nortons Gesicht. Ja, und der sah doch die Klamotten an. Ja. Das, tja. Also man muss halt sagen, es ist einfach genial. Nur, jetzt nicht immer an der Firmenpolitik von großen Konzernen rummöckeln. Aber es geht halt in die Richtung, ich find's ein bisschen schade. Ja. Das hätte man, das so wie es das ist, hätte man irgendwie noch zerlegen können und in das Hauptspiel einfließen lassen können. Das wäre geil gewesen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So verschiedene Elemente, diese ganze Marker-Action fehlte ja komplett im Hauptspiel. Ja. Und ich spiele ja momentan den Singleplayer, im normalen Soloplay auf diesem Classic-Modus, wo du auch gar keinen Koop machen kannst. Also der ist ja wirklich nur Soloplay. Und das heißt, ich habe schon ein paar Stellen gehabt, wo theoretisch Marker-Action mit Carver denn wäre, die ja nicht existent ist, weil kein Carver da ist. Dementsprechend ist das ein reiner Shooter. Ja, das ist wirklich schade. Ja. Also es ist mit Sicherheit, wenn man alleine ist, halt schon ein bisschen gruseliger. An und für sich, oder? Nee, finde ich nicht. Nee? Nee, weil, ja, du hast halt diese Erschreckmomente aufgrund dieser Jumpscares. Weißt du, wenn irgendwie so ein Necromorph irgendwo hergesprungen kommt, aber es ist nicht diese Anspannung, diese Gruselanspannung, weil es ist, ja, also, es kommen halt irgendwelche Gegner und greifen dich an und das ist ja eigentlich ziemlich wurscht, wer das oder was das ist. Ich muss zugeben, dass ich an der Stelle so gerade so ganz langsam gar nochmal Bock bekomme, den ersten Teil zu zocken. Ja, kannst ja machen. Weil der war echt hardcore. Also ich muss sagen, was so Horror angeht, war der erste Teil echt hardcore. Ja. Also das fand ich wirklich, man muss natürlich sagen, im ersten Teil wusste man auch überhaupt gar nicht, was los ist. Ja, das stimmt, das kommt natürlich dazu. Man ist ein bisschen abgehärtet durch die ersten beiden Teile. Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das total irgendwie. Also da habe ich wirklich das Gefühl so, ach komm, gib mir die Wumme, ich marschiere jetzt hier durch. Ja. Naja, irgendwie kriegt man das hin. Na, aber deswegen ist es auch geil, wenn man diese Marker-Sachen halt hat, weil die sind eben nicht kontrollierbar. Man weiß nicht, was da los ist. Und darum ist das perfekt. Ja, und ja, man wusste auch immer nicht, was jetzt wirklich echt ist und was nicht. Genau. Und das fehlte halt eigentlich im Originalspiel. Ja, und das ist schon fast so dieses klassische... ich kann nur empfehlen, das Call of Cthulhu-Spielleiter-Handbuch an dieser Stelle. dem Spieler wirklich die Kontrolle wegnehmen ja. Über irgendwas Spezielles halt. Ja. Aber nicht dadurch, dass die Kontrolle wirklich weg ist, sondern dass er nicht weiß, was er machen oder beziehungsweise, dass er nicht weiß, dass er sie irgendwie noch hat. Ja. Ne? Das Ganze in Frage stellen, ist super. Also nicht einfach von wegen, ja, du machst das und das, sondern genau. Mit so Psychotricks. Psychotricks. Und das wird hier halt sehr schön gemacht. Fand ich super. Production das Babies. Ja, oh, was heißt denn das? Das sind, glaube ich, alle Babys, die während der Zeit der Produktion geboren wurden. Süß. Ja. Nee, aber das stimmt schon. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr mieser Weg. Mhm. Ein sehr cooler, mieser Weg. Ja, also, mich würde echt mal interessieren. Also, naja, wie gesagt, ja, da kommt jetzt gleich, so in 1-2 Monaten wird noch ein DLC rauskommen, bin ich mir sicher. Ja. Du hattest doch irgendwas über den vierten Teil erzählt. Ja, in der Tat. Und zwar ging es darum, Sekunde. Lalalalalala. Und zwar wurde irgend so ein Main-Producer gefragt, so,
Wie sieht's aus, Leute? Vierter Teil auf dem Tisch. Und diese Serie hat einen speziellen Platz in unserem Herzen. Und wer weiß, ob noch ein vierter Teil rauskommt. Ja. Ist natürlich irgendwie eine. Na klar, man hält die Leute wieder ein bisschen hin. Ja. Bisher wird übrigens nicht an einem vierten Teil gearbeitet. Oh. Schade. Nicht an einem vierten Teil gearbeitet. Ist auch die Frage, wie man. Ich meine, gegen Necromorphs und einzelne Marker kann man ja ankämpfen als Isaac. Aber gegen. Drei. Da waren ja drei Monde. Oder so. Mindestens. Ist eine schwere Sache, wie man das hinbekommen will. Hier, guckt euch das mal an. 1999 Havoc Engine. NASA hat mitgearbeitet, hat Bilder von der Erde geschickt. Oh, jetzt müsst ihr gleich hier. Na, da kommt noch was. Na, da kommt noch was. Da sind wir uns sicher, ne? Ja. Und jetzt ist es dunkel. Schon ganz schön. Die Musik geht noch weiter. Loading. Wie bitte? Oh nö, jetzt sind wir wieder im Menü. Ja, naja. Gut. Jetzt können wir uns wirklich verabschieden. Ja, dann auf Wiedersehen. Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Bis demnächst. Bis dann. Ciao.